Moderne und schlagkräftige Waffensysteme. Nur mit ihnen können Armeen ihren Auftrag erfüllen. Das gilt auch für die Bundeswehr. Weltweite Einsätze in Krisengebieten, aber vor allem die Verteidigungsfähigkeit innerhalb der NATO verlangen eine hohe Kampfkraft. Diese soll eine ganze Reihe spezieller Waffensysteme garantieren. Einige dieser Waffen haben bei den Auslandseinsätzen der Bundeswehr bereits ihre Feuerprobe bestanden. Andere besitzen solch eine enorme Zerstörungskraft, dass sie nur bei einem größeren Konflikt gegen eine konventionelle Armee zum Einsatz kommen würden. Viele dieser Spezialwaffen, die von der Bundeswehr eingesetzt werden, sind made in Germany. Der Marschflugkörper Taurus. Die Abstandswaffe der Luftwaffe zerstört selbst Ziele unter der Erde punktgenau. Flieger Horst Büchel, Rheinland-Pfalz. Hier ist das taktische Luftwaffengeschwader 33 stationiert. Im Depot bereiten die Techniker eine der schlagkräftigsten Waffen der Bundeswehr vor: den Taurus. Ein Luftboden-Marschflugkörper. Mit der fliegenden Präzisionswaffe werden hochwertige Ziele, wie zum Beispiel gegnerische Gefechtsstände oder Bunkeranlagen, auf große Entfernungen treffsicher bekämpft. Unser Marschflugkörper Taurus besteht im Grunde aus drei Komponenten: dem Bugteil, dem Mittelteil und dem Heckteil. Im Bugteil befindet sich quasi die Steuerung und die Navigation vom Flugkörper. Im Mittelteil ist der Penetrator eingelegt und die Tanks für die Versorgung vom Triebwerk mit der Flügeleinheit, die ausfährt, wenn der Flugkörper sich vom Trägerflugzeug gelöst hat. Und im Heckteil befindet sich das Triebwerk, also die Antriebseinheit mit den Rudern, die halt eben den Flugkörper lenken. Der Taurus wird bei der deutschen Luftwaffe vom Jagdbomber Tornado aus eingesetzt. In der Einsatzzentrale der ersten fliegenden Staffel plant die zweiköpfige Besatzung, bestehend aus dem Piloten und dem Waffensystemoffizier, ihren Trainingsflug. Ja, wir planen jetzt hier die gemeinsame Strecke mit dem Taurus bis hin zu seinem Absetzpunkt hinsichtlich Flughöhe und Richtung. Und ab diesem Absetzpunkt, den die Planungszelle uns vordefiniert, übernimmt dann der Taurus autark mit seiner Sensorik und fliegt selbstständig zum Ziel. Die exakten Zielkoordinaten und die Flugroute für den Taurus werden von einem Planungsoffizier erstellt. Anschließend wird die Tornado-Besatzung in den Taurus-Flugplan eingewiesen. Vor einem der Flugzeugbunker, auch Shelter genannt, üben Flugzeugwarte die Vorbereitung eines Taurus. Im Ernstfall wird die Abstandswaffe zuerst betankt, mit regulärem Jet-Treibstoff. Das Tankvolumen ist geheim. Auch wie weit der Taurus exakt fliegen kann, unterliegt der Geheimhaltung. Seine Reichweite beträgt aber mehr als 500 Kilometer. Auf dem Fliegerhorst in Büchel sind ausschließlich Jagdbomber vom Typ Tornado stationiert. Der zweisitzige Mehrzweck-Kampfjet wurde Anfang der 1980er Jahre bei der deutschen Luftwaffe eingeführt. Und obwohl die Luftwaffe Tornados ständig modernisiert werden, sind ihre Tage bei der Bundeswehr gezählt. Bis zum Jahr 2030 werden alle Tornados ausgemustert. Nach dem Betanken befestigen die Flugzeugwarte den Marschflugkörper an einer Waffenstation des Jagdbombers. Der Tornado kann gleichzeitig zwei Taurus an den Außenlastträgern unter seinem Rumpf transportieren. Der Marschflugkörper hat einen sogenannten Tandem-Gefechtskopf. Dieser besteht aus einer Hohlladung und einem sogenannten Penetrator, einem mit Sprengstoff gefüllten
etwa 2 Meter langem Wuchtgeschoss aus Stahl. Taurus wurde im Jahr 2005 eingeführt. Über rund 600 dieser Marschflugkörper verfügt die deutsche Luftwaffe aktuell. Vor dem Start werden die Zieldaten auf den bereits montierten Flugkörper übertragen. Sein Ziel wird er mit diesen Daten dann vollständig autonom anfliegen. Also eine komplette Flugfahrtplanung von Geschwindigkeit über Höhe, über Zeitpunkt und Ziele festgelegt haben, das Ganze abgespeichert haben und jetzt hier mit diesem Bodenladegerät auf den Marschflugkörper aufgespielt werden. Dann übernimmt die Crew den einsatzbereiten Jagdbomber. Pilot und Waffensystemoffizier überprüfen beim sogenannten Go-Around noch einmal optisch die Maschine und die mitgeführten Waffen. Im Einsatz fliegt der Pilot den Jet, während der Waffensystemoffizier, kurz WSO, den Waffeneinsatz vom hinteren Cockpit aus koordiniert. Beide, Pilot und WSO, sind im Tornado technisch und taktisch in der Lage, den Marschflugkörper am Zielpunkt abzuwerfen. Der Taurus ist rund 5 Meter lang, etwas mehr als 1 Meter breit und wiegt 1,4 Tonnen. Das Turbofan-Triebwerk beschleunigt ihn fast auf Schallgeschwindigkeit. Knapp 1200 Stundenkilometer. Die garantierte Reichweite beträgt 500 Kilometer. Die maximale Kampfentfernung ist aber geheim. Der Gefechtskopf, bestehend aus einer Hohlladung sowie dem Penetrator, wiegt gut 1,5 Tonnen. Der Beschaffungspreis liegt pro Flugkörper bei rund 1 Million Euro. Den scharfen Einsatz der Waffe üben die Tornado-Besatzungen in Südafrika. Der Waffenrechner gibt mir quasi Informationen darüber, wann der Taurus ausgelöst werden muss, sei es Distance out zum Absetzpunkt oder Timing. Und dementsprechend kriege ich eine klare Anzeige, wann ich den Taurus releasen muss. Der Release, das Auslösen der Waffe, geschieht hunderte Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt. Danach fliegt der Marschflugkörper autonom den einprogrammierten Flugweg. Dabei nutzt er 4 Navigationssysteme. Die sogenannte Trägheitsnavigation, markante Geländepunkte auf der Angriffsroute und schließlich einen Infrarot-Suchkopf. So findet der Taurus praktisch immer sein Ziel, auch wenn einmal eines der Systeme ausfallen sollte. Der Taurus ist aufgrund seiner enormen Durchschlagskraft für Hochwertziele geeignet, die besonders geschützt oder gestärkt sind, wie Bunker oder sonstige Hauptquartiere, auch Flugzeugschutzbauten oder sonstige infrastrukturell wichtige Ziele, wie etwaige Brücken. Der Taurus kann dabei beliebig programmierbare Angriffsverfahren fliegen. Um nicht selbst abgeschossen zu werden, fliegt er zum Beispiel bei einem Bunkerziel tief an, zieht kurz davor steil nach oben, um dann mit einem voreingestellten Winkel einzuschlagen. Dabei sprengt die Hohlladung den Weg für den Penetrator frei. Der durchschlägt die weiteren Bunkerdecken und explodiert punktgenau. Nach der Ausmusterung des Tornados soll der Eurofighter als Trägerflugzeug für den Taurus dienen. Die Panzerschnellbrücke Leguan. Der moderne Brückenlegepanzer sorgt für die freie Fahrt der Bundeswehr-Gefechtsfahrzeuge. Dieses Ungetüm ist mit seinen 63 Tonnen ein absolutes Schwergewicht auf dem Gefechtsfeld. Der Leguan kämpft als Brücke to go manchmal selbst mit seinen extremen Dimensionen. Der Panzer hat ein Ausmaß von 15,12 Meter mit den 14 Meter Rücken drauf. Und im Vergleich dazu, mein Haus hat nicht mal 10 Meter in den Ausmaßen von der Länge her. Also von daher, das ist Wahnsinn, das kann man sich nicht vorstellen. Und gerade in den engen Wäldern, da kommt es dann doch schon zu Situationen, wo es dann wirklich halt brenzlig wird. Der Leguan ist der Nachfolger des Brückenlegepanzers Biber. Die ersten 7 Exemplare wurden 2017 beim Heer eingeführt. Genau wie beim Vorgänger Biber wird auch beim Leguan die Brücke horizontal verlegt, im sogenannten freien Vorbau. Das sorgt dafür, dass die Silhouette der Schnellbrücke besonders niedrig und somit relativ unauffällig ist.
Der Leguan ist 15 Meter lang, 4 Meter breit und ebenso 4 Meter hoch. Sein Gewicht beträgt rund 63 Tonnen. Davon entfallen gut 11 Tonnen auf die Brücke. Das Fahrgestell bildet ein Leopard 2 mit einem 1500 PS starken 12-Zylinder-Mehrstoffmotor und zwei Turboabgasladern. Damit beschleunigt er auf bis zu 70 Stundenkilometer. Das Brückenlegesystem besteht aus einer 26 Meter und zwei 14 Meter langen Brücken. Die maximale Brückenlänge liegt bei 35 Metern. Einer der wichtigsten Komponenten am Panzer ist der am Bug befestigte Stützschild. Dieser Schild trägt beim Verlegen praktisch das gesamte Gewicht der Brücke. Das System ist nagelneu, das ist abgestimmt bis ins kleinste Detail. Wir haben 80% Automatismus hier drin und wir können Tag und sowie Tag als auch Nacht komplett verlegen, unter Luke, über Luke, ohne Probleme. Für gute Sicht sorgen elektronische Nachtsichtgeräte, Kameras und ein Laserentfernungsmesser. Die beiden jeweils 13 Meter langen symmetrischen Brückenteile liegen beim Transport horizontal übereinander und werden beim Verlegen angehoben. Die untere Brückenhälfte schiebt sich anschließend nach vorne. Man muss auf jeden Fall konzentriert sein. Also es sind massig viele Schritte, die hier quasi gemacht werden müssen, um die Brücke zu verlegen. Die werden zwar meist automatisch gemacht, aber dennoch muss man sich bewusst sein, was gerade passiert und wenn ein Fehler im System ist, wie man den beheben kann. Durch das Verbinden der beiden 13 Meter langen Brückenhälften entsteht eine 26 Meter lange Festbrücke. Diese schiebt der Hauptausleger dann nach vorne und legt sie über dem Hindernis ab. Eine eingespielte Crew braucht dafür nur rund 6 Minuten. Die maximale Hindernisbreite, die so überwunden werden kann, liegt bei 24 Metern. Eine der Kernaufgaben der Pioniere ist das Fördern der eigenen Bewegung. Mit dem neuen Gefechtsfeldbrückensystem Leguan können wir das Überwinden von Geländeeinschnitten für den neuen Kampfpanzer Leopard 2A7V sicherstellen. Zuerst fährt der Leguan selbst über die eben verlegte Schnellbrücke und prüft so, ob sie stabil und sicher über dem Hindernis liegt. Im Ernstfall würde die Leguan-Crew nach dem Brückenbau in Deckung bleiben und die Kampfpanzer das Hindernis zuerst überwinden. Die Leguan-Brücke trägt Kettenfahrzeuge bis zu einem Gewicht von rund 73 Tonnen. Wichtig für die neueste Version des bewährten deutschen Kampfpanzers Leopard 2, dem A7V. In den kommenden Jahren sollen mehr als 100 dieser komplett modernisierten und kampfwertgesteigerten Leoparden der Panzertruppe mehr Schlagkraft verleihen. Vor allem im Hinblick auf die Landesverteidigung und zur Sicherung der NATO-Ostflanke im Rahmen der Bündnisverteidigung. Der kampfwertgesteigerte Leopard 2 A7V ist mit seinen knapp 67 Tonnen das absolute Schwergewicht des Heeres. Nur die hochmodernen Gefechtsfeldbrücken des Leguan halten diesem Koloss noch uneingeschränkt stand. Die beiden Brückenteile der 26-Meter-Version bestehen aus einer speziellen Aluminiumlegierung, sind rund 11 Tonnen schwer und 4 Meter breit. Daneben kann der Leguan aber auch zwei einzelne, 14 Meter lange Brücken transportieren und einsetzen. Werden die Brückensysteme im Verbund verlegt, so erhöht sich die maximale Brückenlänge sogar auf 35 Meter. Natürlich ist es spannend, interessant und herausfordernd. Es ist ein Riesengerät, es ist ein neues Gerät. Jeder ist beeindruckt, wenn so eine Riesenbrücke angefahren kommt, wenn die Brücke quasi an den ausgestreckten Arm irgendwo überlegt wird. Und ja, das macht es einfach aus. Dabei ist die Brücke nach rund 8 Minuten wieder abgebaut und sicher auf dem Leguan verstaut. Der Panzer besitzt nicht nur modernste Technik, er bietet der Crew auch eine wesentlich bessere Panzerung und dadurch mehr Schutz. Der Mannschaftsraum ist separat abgesichert. Es befinden sich keinerlei brennbare Flüssigkeiten im Mannschaftsraum. Das befindet sich alles entweder im Technikraum, Triebwerkraum oder außerhalb an der Verkleidung. Die Bundeswehr hat nach den ersten Erfahrungen in der Truppe inzwischen weitere 24 Leguan-Systeme bestellt. Diese sollen bis ins Jahr 2028 ausgeliefert werden. Insgesamt verfügt die Bundeswehr dann über 31 dieser hochmodernen und leistungsstarken Gefechtsfeldbrücken.
Das Flugabwehrsystem Mantis. Mit der ausgefeilten Sensorik erfasst das System selbst anfliegende Artilleriegranaten und kann sie mit seinen Geschützen vernichten. Das Mantis-Flugabwehrsystem ist ein wahrer Feuerspucker. Im Nahbereich kann es so gut wie alles aufspüren und abfangen, was sich aus der Luft nähert. Die Revolverkanone feuert rund 1035 mm Geschosse pro Minute ab. Das System wurde speziell zum Schutz von Feldlagern in Krisen- und Kriegsgebieten entwickelt, denen jederzeit Überraschungsangriffe drohen von Flugzeugen, aber vor allem auch von Raketen und vergleichsweise kleinen Artilleriegeschossen und Mörsergranaten. Das Flugabwehrwaffensystem Mantis besteht aus 35 mm Schnellfeuerkanonen, Zielortungsradaren, optischen Zielsystemen und einem Laserentfernungsmesser. Die Feuerrate der Schnellfeuerkanone liegt bei 1000 Schuss pro Minute. Die maximale Kampfentfernung beträgt 5 Kilometer. Die Geschosse sind mit hunderten Wolfram-Subprojektilen gefüllt. Stationiert sind die Mantis-Systeme der Luftwaffe in der Kaserne Todendorf an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nahe Plön. Sie gehören zur Flugabwehrraketengruppe 61. Die Bundeswehr hat 2012 zwei Mantis-Systeme mit jeweils 6 Schnellfeuerkanonen vom Kaliber 35 mm beschafft. Gesamtkosten rund 136 Millionen Euro. Das stationäre Nahbereichsflugabwehrsystem gehört weltweit zu den modernsten seiner Art. Jedes der Geschütze ist mit 252 programmierbaren Geschossen geladen. Die werden auf einem Ladestreifen von bis zu 7 Schuss aufgeladen, hochgenommen, in die Waffe reingeladen. Und die Waffe zieht sich das dann ins Magazin rein und ja, zählt die dann auch selbstständig durch. Wir wissen also immer, wie viel Munition in der Waffe drin ist. In diesem ausziehbaren Container befindet sich das Gehirn der Mantis-Einheit. Über Lichtwellenleiterkabel sind die einzelnen Geschütze und Aufklärungssysteme mit der Bedien- und Feuerleitzentrale verbunden. Theoretisch könnte Mantis auch vollautomatisch Ziele bekämpfen. Wir haben oben, was sich dreht, einmal verbaut die Suchradar-Antenne. Die ist für, ich sag mal, die Rundumaufklärung zuständig. Hier vorne, das Runde, ist die Folgeradar-Antenne. Das ist dafür da, Radarstrahlen auf dieses Ziel abzugeben, um dieses Ziel dann zu verfolgen. Was wir dann mit unserer Optronik, die wir an der Seite haben, da haben wir einmal eine TV-Kamera und daneben noch eine IR-Kamera, die wir dann dazu benutzen können, um das Ziel dann optisch nochmal zu verfolgen. Mantis benötigt nur rund 7 Sekunden von der Identifizierung eines Ziels bis zur Bekämpfung. Für den Feuerbefehl ist dabei das sogenannte Kampfführungspersonal verantwortlich. Bekämpfen! Also grundsätzlich entscheidet das der Bravo in der Bedienung Feuerleitzentrale. Der ist dafür zuständig, dass er das ganze Luftlagebild im Prinzip im Auge behält. Und er ist der Einzige, der dann im Prinzip auch entscheidet, darf das Ziel bekämpft werden oder nicht. Feuer in 3, 2, 1, Feuer! Im Flugabwehrkampf feuern immer 2 Geschütze zur gleichen Zeit auf das Ziel. Dabei werden in der Regel Salven von mehreren Dutzend sogenannten Airburst-Geschossen abgefeuert. Wir haben hier vorne 3 Spulen verbaut. Die erste misst die Eingangsgeschwindigkeit des Geschosses. Also wenn wir das Geschoss verschießen, misst die hier die Eingangsgeschwindigkeit. Die zweite Spule misst die Ausgangsgeschwindigkeit zwischen den beiden Spulen. Und die dritte Spule programmiert dann das Geschoss. Jedes einzelne Geschoss besitzt einen Zeitzünder, der bei Verlassen des Rohres durch den Waffencomputer programmiert wird. Wenn das Geschoss die ermittelte Flugbahn des Luftziels erreicht hat, detoniert die Zündladung einige Meter vom ermittelten Zielpunkt entfernt. Das Geschoss setzt dabei eine Schrapnellladung aus Wolfram-Projektilen frei, die eine weiträumige Splitterwolke bilden. Alles, was in diese Wolke gerät, wird von den unzähligen Wolfram-Splittern durchlöchert und stürzt zwangsläufig ab.
Die Luftwaffe übt den Mantis-Einsatz auf dem Schießplatz der Bundeswehrkaserne in Todendorf. Dort können die Geschosssplitter in einen gesicherten Bereich der Ostsee fallen. Bei jeder scharfen Übung wird der Luftraum für den zivilen Flugverkehr gesperrt. Im Ernstfall ist der mögliche Feuerbefehl immer eine Risikoabwägung, die vom Kampfführungsoffizier sekundenschnell getroffen werden muss. Das System arbeitet vollautomatisch. Es erfasst selbst die Ziele, es geht selbst auf die Ziele drauf. Sich selber kann zwar auch Ziele zuweisen, das ist auch kein Problem. Dennoch ist dafür vorgesehen, dass das System eigentlich automatisch arbeitet und der Mensch, der in der Bedienungsfeuerleitzentrale sitzt, derjenige ist, der den Knopf noch drückt und selber noch entscheidet, ob es das richtige Ziel ist oder nicht. Als Schutzschirm für Feldlager in Kriegsgebieten ist die automatisierte Zielerfassung unerlässlich. So können die besonders kleinen und schnellen Ziele wie anfliegende Artilleriegranaten und Raketen treffsicher abgefangen werden. Der Marine-Lenkflugkörper RBS-15 MK3. Der Lenkflugkörper ist die Hauptbewaffnung der deutschen Korvetten und kann gegen Schiffe und Landziele eingesetzt werden. In La Boe an der Ostküste der Kieler Förde liegt eines der größten Munitionsdepots der deutschen Marine. An einer etwa 100 Meter langen Pier können die Kriegsschiffe zu beiden Seiten festmachen, um mit Munition versorgt zu werden. Die Korvette Erfurt verlegt zu einem Übungsschießen vor der norwegischen Küste. Im Munitionsdepot La Boe wird sie dafür aufmunitioniert. Eine Sicherheitsbelehrung über den korrekten Umgang mit Munition gehört beim Bunkern zur vorgeschriebenen Bordroutine. Im Schießgebiet oberhalb des Polarkreises im Norden Norwegens soll speziell der scharfe Schuss mit Lenkflugkörpern geübt werden. Auf die Erfurt werden Seezielflugkörper vom Typ RBS-15 MK3 verladen. Es wird hier als Container, als ganzes System ausgeliefert. Aber in den Teststationen, in den Rezertifizierungsanlagen, kann er auseinandergenommen werden und wird dann verpackt und transportiert und bei uns ins Depot, ins Munitionsversorgungszentrum La Boe eingebracht und gelagert. Das fast 5 Meter lange Geschoss befindet sich einsatzfertig in einem Transportcontainer. Aus dem heraus wird es dann auch abgeschossen. Das Gesamtgewicht rund 1,7 Tonnen. Der Seezielflugkörper RBS-15 ist die Hauptbewaffnung der hochmodernen Korvetten der Braunschweig-Klasse. Neben den scharfen Lenkflugkörpern setzt die Marine auch sogenannte Telemetrieversionen ein. Diese haben statt eines Gefechtskopfes eine empfindliche Sensorik, die bei Übungsschießen zahlreiche Daten über das Verhalten des Flugkörpers analysiert. In Echtzeit. Die deutsche Marine nutzt die dritte Version des in deutsch-schwedischen Kooperation hergestellten Flugkörpers RBS-15. Eine vierte Generation ist bereits in der Entwicklung. Der Startbehälter mit dem Lenkflugkörper wird auf einem der beiden Startgestelle der Erfurt montiert. Über Datenkabel wird er dann mit der tief unter Deck liegenden Operationszentrale verbunden. Die Waffe ist nun einsatzbereit. Der RBS-15 ist gut 4,5 Meter lang und hat einen Durchmesser von 0,5 Meter. Das Gewicht liegt bei 800 Kilogramm. Davon entfallen 250 Kilo auf den Gefechtskopf. Angetrieben wird der Zielflugkörper von 2 Feststoffboostern und einem Turbojet-Triebwerk. Damit erreicht er rund 0,9 Mach oder rund 1100 Stundenkilometer. Die Zielführung erfolgt über GPS-Satellitennavigation und einen aktiven Radarsuchkopf für den Endanflug. Alle Hauptwaffen der Korvette werden aus der Operationszentrale des Kriegsschiffs heraus bedient. Hier laufen alle verfügbaren Informationen zusammen. Aus allen gewonnenen Daten wird hier ein exaktes Lagebild erstellt und im Ernstfall der Feuerbefehl für die einzelnen Waffensysteme gegeben.
Der Flugkörper bekommt außer OPZ durch den Bediener seine Zieldaten. Im Anschluss wird der Feuerknopf betätigt. Das Signal wird zum Flugkörper geleitet und er verlässt seinen Startbehälter. 5, 4, 3, 2, 1. Feuer, Eskadron! Verantwortlich für den Waffeneinsatz ist der erste Wachoffizier an Bord, der in der Operationszentrale das Kommando hat. Zwei Feststoffbooster schießen den Lenkflugkörper aus dem Startbehälter und beschleunigen ihn auf mehr als 850 Stundenkilometer. So kann das Turbojet-Marschtriebwerk schneller die Angriffsgeschwindigkeit von mehr als 1000 Stundenkilometern erreichen. Gegen elektronische und pyrotechnische Abwehrmaßnahmen eines Gegners ist er nahezu unempfindlich. Was auch vorteilhaft ist bei dem Lenkflugkörper, der für die Marine eingesetzt wird, auch für deutschen Korvetten, dass er auch flach oder über der Oberfläche agieren kann und somit relativ schwer aufspürbar ist für andere, ja, in dem Fall Gegner. Der Flugkörper nutzt ein bordeigenes Radar und ein Trägheitsnavigationssystem, kombiniert mit GPS-Navigationsdaten. Das ermöglicht einen gleichzeitigen Angriff mehrerer Flugkörper aus unterschiedlichen Richtungen und Höhen. Das ist natürlich auch die Grundlage. Je mehr ins Ziel gebracht werden, je mehr auch entsprechend ins Ziel orientiert werden, umso weniger kann man ihn bekämpfen. Um schwerer geortet und bekämpft zu werden, sendet der Flugkörper immer geringer werdende Radarimpulse aus, je näher er seinem Ziel kommt. Die exakte Reichweite ist geheim. Man schätzt aber, dass der RBS-15 MK3 Ziele in mehr als 200 Kilometer Entfernung zerstören kann. Dies sind in erster Linie hunderte Millionen Euro teure gegnerische Kriegsschiffe. Der Seezielflugkörper kann aber auch gegen Ziele an Land eingesetzt werden, zum Beispiel Flugabwehrstellungen oder Kommunikationszentralen. Alles Hochwehrziele, die in einem militärischen Konflikt besonders wichtige Aufgaben erfüllen und bei einem Verlust den Gegner empfindlich schwächen können. Die GBU-48, eine sogenannte intelligente Abwurfbombe. Ausgerüstet mit einem Laser-Zielsuchkopf und steuerbaren Flügeln, gleitet die Bombe nach dem Abwurf treffsicher ins Ziel. Flieger Horst Nörvenich in Nordrhein-Westfalen. Hier ist das taktische Luftwaffengeschwader 31 mit dem Traditionsnamen Bölke stationiert. Das Geschwader verfügt über 30 Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ Eurofighter. Je nach Auftrag werden die Jets mit einer Kombination aus Lenkflugkörpern für den Luftkampf und Laser- sowie GPS-gesenkten Präzisionsbomben für den Luftbodeneinsatz ausgerüstet. Zum Einsatz kommt auch die Fliegerbombe GBU-48. GBU ist die englische Abkürzung für Guided Bomb Unit, übersetzt Bombenlenkeinheit. Mit dem Anbauteil werden einfache Abwurfbomben kostengünstig zu gelenkten Präzisionswaffen aufgerüstet. Die Bombe besteht aus einer Waffenlenkeinheit. Die Waffenlenkeinheit ist dazu da, um den Laser zu detektieren, um die Bombe mit den Rudern in das Ziel zu lenken. Dahinter befindet sich der Bombenkörper. Im Bombenkörper befindet sich der Sprengstoff und der Zünder. Und das Klappleitwerk klappt aus, um die Bombe ins Ziel zu führen. Verantwortlich für die Montage der Gleitbombe sind die Warte der Eurofighter Jets. Die GBU-48 wiegt mehr als eine halbe Tonne und wird von den Besatzungen auch als 1000-Pfünder bezeichnet. Wieder zurück ein Stück. Die deutsche Luftwaffe hat ab dem Jahr 2017 rund 400 dieser intelligenten Bomben aus US-amerikanischer Produktion beschafft. Stückpreis rund 200.000 Euro. In den Kosten enthalten sind allerdings auch Ausbildung, Wartung, Ersatzteile und Einsatztests für die Einführung der GBU-48. Der Eurofighter kann mit maximal 6 dieser Bomben an seinen Außenlaststationen unter dem Rumpf und den Flügeln bewaffnet werden.
Weiter. Weiter. Die Bomben sind elektronisch mit dem Jet verbunden. Die explosive Fracht wird an den Aufhängepunkten verriegelt und ist so bis zum Abwurf gesichert. Das runter. Die Zünder der Bomben werden erst in der Luft aktiviert. Die Bombe ist komplett safe, sobald wir mit dem Beladewagen drunter fahren und die in die Schlösser einrasten lassen quasi und den Safety-Handle umlegen, ist die Bombe safe und hängt. Der Pilot übernimmt den bewaffneten Eurofighter von der Wartungscrew und somit auch die Verantwortung. Der Eurofighter ist ein einsitziges Mehrzweckkampfflugzeug. Der Pilot wird bei der Erfüllung seines Auftrags durch modernste Sensorik und Avionik der Flugzeugelektronik unterstützt. Mehrere Computersysteme liefern ihm alle Daten zur Navigation, dem Zustand seines Jets und dem Waffeneinsatz. Die Systeme warnen auch vor Bedrohungen, identifizieren diese und priorisieren sie. Das sogenannte Situationsbewusstsein des Piloten wird dadurch effizient erhöht. Die Gleitbombe GBU-48 ist rund 3,70 Meter lang und hat einen Durchmesser von rund 70 Zentimetern. Sie besteht aus einem GPS-Navigationssystem, einem passiven Lasersuchkopf, einer Steuereinheit und der mit Sprengstoff gefüllten Bombe. Ihr Gewicht beträgt eine halbe Tonne. Rund 200 Kilogramm entfallen dabei auf den hochexplosiven Militärsprengstoff im Bombenkörper. Die maximale Reichweite liegt bei rund 25 Kilometern. Der scharfe Einsatz der GBU-48 ist aufgrund ihrer enormen Sprengkraft in Deutschland nicht möglich. Die Eurofighter-Piloten nutzen dafür das weitläufige Testgelände im nordschwedischen Witzel. Der blaue Bombenkörper zeigt, dass es sich um Übungsbomben handelt. Diese sind mit allen Systemen einer scharfen Bombe ausgestattet, aber nicht mit Sprengstoff gefüllt. Denn bei dieser Übung geht es für die beiden Eurofighter um die Treffgenauigkeit, wenn alle Bomben gleichzeitig auf verschiedene GPS-Zielkoordinaten abgeworfen werden. Wenn wir jetzt mit der normalen Konfiguration, also zwei Tanks, da können wir maximal 4 von den GBU-48 an das Flugzeug bauen. Das heißt, wir können 4 separate Ziele auf einmal angreifen. Das heißt, ich brauche nur einen einzigen Anflug, um 4 Ziele separat anzugreifen. Die Bombe muss nicht punktgenau im Ziel einschlagen, um als Volltreffer zu gelten. Die maximale Abweichung sollte aber unter 10 Metern liegen. Die GBU-48 besitzt keinen eigenen Antrieb. Sie gleitet mittels Satellitennavigation ins Ziel. Dadurch, dass die Waffe halt den Dual-Mode hat, eben diese GPS-Integration, kann ich auch einfach, und das ist auch eigentlich das, was taktisch am meisten Sinn macht, auf eine Koordinate werfen. Neben vorgegebenen GPS-Koordinaten kann die Bombe alternativ mittels Laser ins Ziel gelenkt werden. Dabei erfasst der Lasersuchkopf der GBU-48 das mit einem Laser markierte Ziel. Die Markierung kann entweder von einer Person am Boden oder vom Piloten gesetzt werden. Beim lasergelenkten Waffeneinsatz ist eine Identifizierung des Ziels durch eine Person Voraussetzung. Ebenso wie die kontinuierliche Zielbeobachtung während der Flugphase. Ich kann im Cockpit sowohl die Koordinaten verändern, als auch im Flug, wenn ich sehe, dass die Koordinate nicht passt mit meinem Zielbeleuchtungsbehälter, kann ich die Koordinate in dem Sinne noch korrigieren, dass selbst wenn die Waffe im Flug ist, ich den Laser am Boden bewege und dann die Waffe quasi dem Laser hinterher folgt und dann ins Ziel einschlägt. Der programmierbare Zünder der Bombe bietet dem Piloten dabei unterschiedliche Optionen. Die Bombe explodiert direkt beim Aufschlag oder mit einer einstellbaren Zeitverzögerung. Der Pilot entscheidet auch, wann der Zünder scharf wird.
Wenn ich die Bombe scharf abwerfe, dann ist sie nicht direkt, nachdem sie vom Flugzeug getrennt wird, scharf, sondern im Normalfall stellen wir eine gewisse Zeitverzögerung ein bei den Zündern, so dass die Bombe erstmal eine gewisse Zeit wegfällt vom Flugzeug und dann erst scharf ist. So wird sichergestellt, dass die Bombe nicht in der Nähe des eigenen Jets explodiert. Die GBU-48 wird im Rahmen der Luftnahunterstützung gegen feindliche Truppen oder leicht befestigte Stellungen eingesetzt. Zur Zerstörung von Bunkern oder schweren Kampfpanzern fehlt der Bombe allerdings die Durchschlagkraft. Die Granatmaschinenwaffe. Diese Unterstützungswaffe verschießt 40 mm Sprengsplittergeschosse und kann selbst leicht gepanzerte Fahrzeuge erfolgreich bekämpfen. Truppenübungsplatz Bergen an der A7 zwischen Hannover und Hamburg. Hier bereitet sich die 4. Staffel des Luftwaffenobjektschutzregiments aus dem friesischen Schortens auf ein Ausbildungsschießen mit der Granatmaschinenwaffe vor. Das Funktionsprinzip der Waffe, das ist ein Rückstoßlager mit einem zuschießenden System. Das heißt im Endeffekt, der Verschluss, wenn die Waffe gespannt ist, steht hinten. Die Patrone ist vorne in Zufüllstellung. Im Endeffekt, wenn ich dann abkrümme, nimmt der Verschluss die Patrone mit, führt sie ins Rohr und schlägt sie direkt ab. Die Grama war, wie sie von den Soldaten kurz bezeichnet wird, ist eine kompakte, relativ einfach aufgebaute, dafür aber verhältnismäßig schlagkräftige und treffsichere Infanteriewaffe. Das Reflexvisier ist das Visier, was wir prinzipiell hauptsächlich benutzen. Ja, damit habe ich ein Leitervisier drin mit zwei Vorhaltemarken. Das heißt, ich kann mit dem Visier präzise, wenn es einmal justiert ist, von 100 bis 1500 in 100er Schritten anhalten. Alles, was ich dazwischen mache, halte ich selbstständig zwischen den zwei Haltemarken an. Auftrag des Objektschutzregiments der Luftwaffe Friesland ist es, weltweit den Aufbau, Schutz und den Betrieb eines Flugplatzes in einem Einsatzland sicherzustellen. Dabei setzen sie auch die Granatmaschinenwaffe ein. Die Waffe ist gedacht, um Trupp- bis Gruppenstärke zu bekämpfen. Das heißt, im Endeffekt ist die Waffe zur Streuung gedacht. Ich habe eine letale Wirkung von ca. 10 Metern, die sich grob V-förmig nach hinten verteilt. Und ein Splitterradius von ca. 25 Metern. 1996 führte die Bundeswehr die Waffe ein. Sie wird von der Heeresinfanterie, den Spezialeinheiten, den Marineschutzkräften und den Luftwaffenobjektschützern genutzt. Die Granatmaschinenwaffe wird als dreiteiliges Infanteriesystem oder als integrierte Waffe auf Fahrzeugen eingesetzt. Gesamtgewicht rund 50 Kilo, Kaliber 40 mm. Die Munition besteht aus Hohlladungssprengsplitter und Übungsprojektilen sowie programmierbaren Airburst-Geschossen. Die Feuerrate liegt bei 300 Schuss pro Minute. Die maximale Reichweite beträgt 2000 Meter. Dafür ist die Waffe mit einem sogenannten Reflexvisier mit Rotlichtpunkt und einem mechanischen Visier ausgestattet. Die Granatmaschinenwaffe eignet sich optimal, um im Einsatz große Geländebereiche zu überwachen und zu beherrschen. Sie gilt deshalb als Schwerpunktwaffe. Defensiv eingesetzt, um Angriffe des Gegners abzuwehren und zurückzuschlagen. Offensiv genutzt, um eigene Vorstöße mit gezielter Feuerkraft zu unterstützen. Ein geübter Schütze platziert die 40 mm Sprengsplittergeschosse mit tödlicher Wirkung in einem Radius von ca. 25 Metern. Auch leicht gepanzerte Fahrzeuge können mit den Hohlladungsgranaten bekämpft werden. Ausgestattet mit unterschiedlichen Feuerleitsystemen kann die Granatmaschinenwaffe auch für den Einsatz von programmierbaren Airburst-Geschossen verwendet werden. Diese Projektile explodieren nicht beim Aufschlag, sondern in der Luft über dem Ziel. Das Feuerleitsystem ermittelt in diesem Fall die exakte Entfernung zum Ziel, beispielsweise mit Hilfe eines integrierten Laserentfernungsmessers.
Der Schütze kann dann wählen, in welchem genauen Abstand vom Ziel die Geschosse explodieren. Die intelligenten Airburst-Projektile werden dabei zum Beispiel mit Hilfe eines Infrarotsignals programmiert. Das Projektil, gefüllt mit Wolframsplittern, kann so auch gegnerische Soldaten bekämpfen, die sich hinter Fahrzeugen oder Sandsackwellen verschanzt haben. Welche verheerende Feuerkraft diese Splittergeschosse haben, zeigen diese Versuche mit einem ausgedienten PKW und Schützenscheiben. Dabei erkennt man deutlich, wie das Geschoss in der Luft explodiert und die freigesetzten Splitter auf breiter Fläche wirken. Trotz ihres Gesamtgewichts von rund 50 Kilogramm setzen die Objektschützer die Waffe auch beweglich ein. Dabei werden die Hauptkomponenten Dreibein, Verschluss und Lauf plus Munitionsgurt mit 23 Projektilen von einem Dreiertrupp geschultert. Es ist jetzt sehr zweckmäßig einsetzbar, um möglichst schnell, verhältnismäßig viel Feuerkraft nach vorne zu bringen. Ob ich das jetzt aufgesessen auf dem Fahrzeug habe, sowohl aber auch halt eher gedeckt abgesessen mit einem Trupp. Das kommt aber nur für ein gut trainiertes Team in Frage. Denn das Extragewicht für jeden einzelnen Soldaten beläuft sich auf 60 Kilo. Die Handgriffe müssen geübt sein, das muss im Dreiertrupp ineinander laufen. Und vor allen Dingen auch die körperliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Soldaten, die das Ganze tun, über einen gewissen Zeitraum, über eine gewisse Distanz, wird irgendwann sehr fordernd und bietet viel Spielraum für Fehler, wenn es nicht geübt ist. Ja. Die Granatmaschinenwaffe ist aufgrund ihrer Vielseitigkeit bei vielen westlichen Armeen im Einsatz. Auch einige Spezialeinheiten des US-Militärs nutzen die äußerst zuverlässige Waffe bei ihren Missionen. Das Maschinengewehr MG5. Leicht zu bedienen, hochmobil und mit einer Kadenz von 800 Schuss pro Minute ist es die wichtigste Unterstützungswaffe der Infanterie. Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide. Für die Rekruten der 4. Kompanie des Panzergrenadier-Lehrbataillons 92 steht erstmals ein Schießen mit dem neuen Maschinengewehr 5 auf dem Programm. Für diejenigen, die das Maschinengewehr 3 noch kennen, da ist es natürlich, sage ich mal, relativ human. Im Gegensatz zum Maschinengewehr 3. Aber hier ist es, als wenn man jemanden mit einer Faust mit ein bisschen mehr Kraft in die Schulter drückt. Und deswegen, es vibriert vom Schulter, vom Maschinengewehr bis zum Schuss, durch die Schulter bis in die Füße. Entwickelt wurde das MG5 am Anfang der 2000er Jahre. Dabei standen eine robuste, kompakte Struktur und ein unkomplizierter Einsatz im Vordergrund. Die Sicherungs- und Feuerhebel befinden sich beim MG5 auf beiden Seiten. So können auch Linkshänder die Waffe einfach bedienen. Das MG5 ist ein Universalmaschinengewehr mit dem NATO-Standard Kaliber 7,62. Das Gewicht beträgt rund 11 Kilogramm. Die Feuerrate pro Minute ist in 3 Stufen einstellbar, um unterschiedlichen Einsatzszenarien gerecht zu werden. Die Munition wird mittels eines 50 Schuss fassenden Trommelmagazins oder Gurtkästen mit 120 Schuss zugeführt. Das MG5 wird als Infanteriewaffe oder als Sekundärbewaffnung auf Fahrzeugen, wie zum Beispiel dem Schützenpanzer Puma, eingesetzt. Der Lauf verfügt über ein Hitzeschutzblech und ist zudem mit einem Trage- und Rohrwechselgriff versehen. Dies ermöglicht es dem Maschinengewehrtrupp, der normalerweise aus 2 Soldaten besteht, das Rohr ohne Hitzeschutzhandschuh schnell auszutauschen. Wichtig, wenn in einem intensiven Feuergefecht das Rohr heiß geschossen wird und die Präzision der Waffe somit nachlässt. Grundsätzlich wird das Maschinengewehr 5 in einem sogenannten in der Panzergrenadiergruppe abgesessen. Das bedeutet, die Infanterie, die läuft, eingesetzt und wird als
sogenannte Schwerpunktwaffe abgesessen eingesetzt gegen Ziele, die Personen natürlich ähneln, der Feind an sich und kleinere, nicht gepanzerte Fahrzeuge, so kleine Pickups, wo man damit das sogenannte Niederhalten durchführen kann. Das bedeutet, den Feind dazu zu zwingen, in Deckung zu gehen, sodass man dann den Feind sogenannt werfen kann oder auf einer anderen Weise dann vernichten kann. Wie jedes Maschinengewehr hat auch das MG5 bei längeren Feuerstößen die Tendenz, aus dem Ziel zu wandern. Die jungen Rekruten lernen deshalb, ihre Ziele mit kurzen Feuerstößen zu bekämpfen. Hier ist es ganz wichtig, dass man das sogenannte Maschinengewehr 5 richtig einkeilt. Einkeilt bedeutet, ich halte es, wenn ich richtig liege in der Stellung, schön am Griffstück fest, sowie an der Schulterstütze und dann das Auswandern des Maschinengewehrs nach links, rechts in der Feuersalve oder nach links oben, rechts oben, kommt darauf an, wie der Schütze sich reinlegt, das zu verhindern, um den sogenannten Feuerstoß zusammenzuhalten. Okay, die anderen, 1, 2, 3. Die Präzision kann weiter erhöht werden, indem man das MG lafettiert einsetzt. Also in einem speziellen Gestell fixiert. Der Rückstoß des Gasdruckladers MG5 ist verhältnismäßig gering. So kann vom Schützen im Ernstfall auch aus einem stehenden Anschlag oder sogar aus der Hüfte geschossen werden. Aus der Hüfte kann man es definitiv. Ja, das ist möglich. Natürlich, die Treffer sind dann natürlich nicht so wie vom Schützen eigentlich gewollt. Im schnellen Feuerkampf, im Reaktionsschießen, gerade bei gewissen Formationen, die Grenadiertruppe einnimmt, gerade im Waldkampf, ist es auch wichtig, dass der Schütze das auch kann. Insgesamt will die Bundeswehr in den kommenden Jahren rund 18.000 dieser modernen Maschinengewehre anschaffen. Kosten pro Maschinengewehr gut 16.000 Euro. Das Lenkflugkörpersystem MELZ. Die Mehrzweckwaffe dient hauptsächlich zur Bekämpfung von Kampfpanzern, kann aber auch gegen leichte Bunker und jede Art von Fahrzeugen eingesetzt werden. Truppenübungsplatz Bergen. Ein Dreiertrupp des Panzergrenadier-Lehrbataillons 92 aus Munster ist auf dem weitläufigen Trainingsgelände unterwegs, um den mobilen Lenkwaffeneinsatz zu üben. Ihr Auftrag? Sie sollen mit dem leichten Lenkflugkörpersystem MELZ einen Panzer bekämpfen. Bei dem Lenkflugkörper handelt es sich um die ältere Version vom Typ Spike LR mit einer maximalen Reichweite von 4 Kilometern. Die Abschusssysteme mit der Waffenanlage gehören dagegen zu der neuesten Generation, die mit einer integrierten Steuerung per Datenglasfaserkabel ausgestattet ist. Damit kann der Schütze auch Ziele bekämpfen, die erst im Flug durch das Infrarot-Kamerasystem, das im Kopf des Lenkflugkörpers verbaut ist, aufgeklärt werden. Wie zum Beispiel Kampfpanzer, die sich hinter Deckungen verschanzt haben. Kampfpanzer LFK aktivieren, Feuererlaubnis. Die Bundeswehr hat bisher rund 2200 Lenkflugkörper und 525 Abschusssysteme gekauft oder bestellt. Entwickelt wurden sie in Israel. Der Lenkflugkörper soll in der Bundeswehr-Variante vor allem Kampfpanzer, gehärtete Stellungen und gepanzerte Fahrzeuge bekämpfen. Bei der MELZ gibt es zwei verschiedene Flugbahnen. Und zwar gibt es da die hohe Flugbahn und die flache Flugbahn. Und bei der flachen Flugbahn steigt der LFK von der Entfernung von der Waffenanlage zum Ziel auf 3%. Und bei der hohen Flugbahn sogar auf 6%. Das heißt, auf der maximalen Kampfentfernung, bei 4000 Meter sind wir da bei 240 Meter, wo der LFK dann von oben ins Ziel einschlägt. Die Oberseite von Panzern ist weniger geschützt als Front oder Seite und so eine verwundbare Stelle. MELZ ist ein mehrrollenfähiges, leichtes Panzerabwehrsystem. Es besteht aus der Waffenanlage mit integrierter Steuerung und dem eigentlichen Lenkflugkörper Spike LR. Das steht für lange Reichweite. Dieser kann per Datenübertragung durch einen Lichtwellenleiter im Flug gesteuert und so auf Alternativziele umgeleitet werden. Der Schütze sieht das Ziel mit Hilfe des Infrarotsuchkopfs. Ausgerüstet ist der Flugkörper mit einer Tandem-Hohlladung oder einem Splittergefechtskopf.
Die Reichweite beträgt rund 4 Kilometer. Der Lenkflugkörper lässt sich auch von Hubschraubern und Fahrzeugen aus abfeuern. Die Bundeswehr hat Melz bereits in ihre modernen Puma-Schützenpanzer integriert. Auf der Oberseite des Pumas wurde dafür ein Abschussgerät integriert. Darin finden 2 Lenkflugkörper Platz. Im Puma wird das Waffensystem vom Richtschützen bedient. Er kann vom Innenraum aus per Bildschirm den Flug beobachten und den Lenkflugkörper, wenn nötig, von Hand steuern. Mit ihren Abschussgeräten der neuesten Generation bieten sich der Bundeswehr künftig auch in Bezug auf den Lenkflugkörper vielfältige Möglichkeiten. Die weiterentwickelte Variante Spike LR2 bietet eine wesentlich verbesserte Elektronik und unterschiedliche Gefechtsköpfe. Darunter auch einen Mehrfachgefechtskopf mit verschiedenen Zünderprogrammen. Damit kann eine wesentlich größere Bandbreite von unterschiedlichen Schutzbauten effektiv durchbrochen werden. Wie beispielsweise Betonbunker. Auch die maximale Kampfentfernung des neuesten Spike-Lenkflugkörpers wurde erhöht. Sie beträgt inzwischen rund 5000 Meter. Zurzeit ist das Lenkflugkörpersystem Melz in der Bundeswehr aber vor allem für den Einsatz gegen Kampfpanzer vorgesehen. Künftig könnte die neue Lenkflugkörpergeneration den deutschen Soldaten im Ernstfall aber weitaus mehr Einsatzmöglichkeiten bieten.